Heute werden Käfer gegessen. Yummy, yummy, yum. Alter, Schunker, was ist das? Und es wird eine unfassbar romantische Nacht in Istanbul. Für heute haben wir ein Boot gemietet. Richtig Romantik. Und das Unvermeidliche passiert. Kelvin hat ein Date. Ich bin Bademeister, würde ich ganz gerne ins Bett stoßen. Willkommen, meine Freunde, hier zu einer neuen Folge. Heute auch mal vollkommen up to date mit The Real Life Folge 10 von der zweiten Staffel. Und ich habe durch euch erfahren, vielen lieben Dank übrigens für die Kommentare, dass die Alessia die Tochter von Willi Herren ist. Was ein bisschen in meinem Herz schmerzt, denn ich mochte Willi Herren sehr gern. Aber gucken wir mal, was bei Alessia los ist. Ja, wir sind in Istanbul. Und man ist nicht ohne Grund in Istanbul. Und der John hat irgendwas geplant für mich. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ja schon eine Vermutung. Und was kann diese Vermutung wohl sein? Ich glaube, da erwartet jemand einen Hochzeitsantrag. Aber wenn es nicht so ist, richtig peinlich. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob das peinlich ist. Aber ich finde es ein bisschen doof, wenn man schon mit dem Antrag rechnet. Aber gut, die drehen irgendwie so eine Reality-TV-Show und fahren nach Istanbul für einen romantischen Abend. Aber es könnte ja auch was anderes sein und kein Heiratsantrag. Wer weiß. Auf jeden Fall erzählen uns die beiden noch mal ein bisschen ihre Kennenlerngeschichte und die war wirklich sehr romantisch, denn der Can, der stand am Kiosk. Da habe ich zu meiner Freundin gesagt, boah, der ist so schön. Also von hinten habe ich ihn nur gesehen. Okay, der Can hat also wahrscheinlich einen schönen Booty. Und wenn jemand an einem Kiosk steht, dann kannst du den natürlich nur angucken, wenn du auch in dem Kiosk was kaufst. Also wir hatten alle kein Geld mit, ich hatte nur 10 Cent in der Tasche. Oder man geht einfach in den Kiosk rein und kauft nichts. Aber der liebe Gott, er hat es möglich gemacht, denn es gibt Center-Shocks. Und ich dachte, mit diesen 10 Cent gehe ich jetzt zum Kiosk und hole mir einen Center-Shock. Stellt euch mal vor, sie hätte diese 10 Cent nicht gehabt. Dann wäre sie jetzt nicht schwanger, dann wäre sie jetzt nicht in Istanbul, dann würde sie jetzt nicht heiraten. Manchmal braucht es kein Reichtum, manchmal reichen auch 10 Cent. Aber lange Rede, kurzer Sinn, als sie ihn dann von vorne gesehen hat, fand sie ihn doch hässlich. Das hat sie wirklich ungefähr so gesagt. Dann hat er ihr auf Instagram geschrieben und da hat sie seine Bilder gesehen. Und dann habe ich seine Bilder gesehen, fand ich jetzt auch nicht so. Okay, also Can war hässlich, aber sie sind trotzdem irgendwie zusammengekommen. Ja, es freut mich. Aber es kommt ja auch auf die inneren Werte drauf an. So, und apropos innere Werte, Kelvin hat ein Date. Heute ist Date mit Jennifer, ne? Und ja, das steht an, ne? Wir sehen einen hochmotivierten jungen Mann, der hat Bock auf eine romantische Zweisamkeit an einem Tisch. Ein Date. Das ist was Besonderes für ihn. Nein, natürlich nicht. Business as usual. Ach nein, ich meine, wenn das Date jetzt scheiße läuft, dann läuft halt scheiße, ne? Dann ist das so, ne? Aber man kann sich natürlich auch ein bisschen was davon abgucken, denn aufgeregt sein hilft auch nicht immer, ne? Mein Leohemd, mein Freshes so, weißt du, das schönste Leohemd, was ich hab. Wenn ich sein Leohemd so sehe, dann frage ich mich, wo er das gekauft hat. Gibt es irgendwie so ein Zuhälter werden Starter-Kit oder so? Aber das Leohemd, das ist wirklich nur für besondere Anlässe. An Tagen zum Einsatz besonders sind. Aber nicht nur Kelvin hat sich super hübsch gemacht, nein, auch die Jennifer ist auf jeden Fall ein Gerät. Vom entspannten Treffen mit Kelvin erwarte ich einfach nur viel Spaß, gute Laune. Und Leute, wir können sagen, was wir wollen. Ihr könnt den Kelvin mögen oder nicht mögen. Ich meine, jeder mag Kelvin, aber ich glaube, wenn man was mit Kelvin hat, dann ist das auf jeden Fall Spaß. Also Bauchkribbeln habe ich jetzt nicht. Bisschen Hunger vielleicht. Ein Magenknurren. Also diese Art von Bauchkribbeln, die kenne ich auch. Aber über diese Frage von der Redaktion, ob er Bauchkribbeln hat, kommt Kelvin tatsächlich nicht so ganz rüber. Bitte, bin ich in der Grundschule? Hast du Bauchkribbeln beim Date? Und da muss man natürlich sagen, ist ja logisch, ne? Du fragst ja auch nicht einen Schauspieler, ob er an seinem 593. Drehtag immer noch so aufgeregt ist wie an seinem ersten. Worauf man jetzt achten sollte, ist die Bauchrolle unten. Ich dachte wahrscheinlich, sitzt er da irgendwie schon mit einer Portion Pommes oder so oder mit einem. Einfach eine Stunde zu spät? Also, was soll das denn? Kelvin war allerdings auf Gran Canaria und hatte eine sehr tolle Person kennengelernt. Ich hab Menuhin Fröhlich da kennengelernt. Aber du kannst ihn davor gar nicht. Also ich nicht, ne? Und Menuhin Fröhlich, das wissen wir alle, ist auf jeden Fall eine Instanz der Moral und auch eine Instanz der Vernunft. Und er hat gute Tipps.
Tatsächlich. Sagt sie, ey, trink nicht so viel und so, der Teufel. Ach so. Gut, ob der Teufel dich jetzt holt, ist vielleicht dann doch ein bisschen übertrieben, aber Calvin ist aber tatsächlich gar nicht so der Vieltrinker. Ich trinke unter der Woche gar keinen Alkohol. Seit wann das denn? Schon immer? Das ist natürlich grundsätzlich eine gute Sache, allerdings, wenn man am Wochenende genug trinkt für die ganze Woche, dann ist es natürlich auch nicht so schwer. Wenn man auch mal einen schönen Abend haben kann ohne Alkohol. Chapeau, dann kann es gerne weitergehen. Ja gut, und da hat der Calvin auf jeden Fall ein paar Pluspunkte gesammelt. Dann werden wir doch mal gucken, ob der Calvin und die Jennifer auch irgendwann Kinder haben. Hoffentlich nicht. Wir sind jetzt bei Diogo und ich möchte mich an der Stelle natürlich nochmal sehr entschuldigen, falls ich in der letzten Folge irgendwas gesagt habe und mich ein bisschen über dich lustig gemacht habe. Es geht nach Thailand und wir freuen uns riesig auf unseren gemeinsamen Urlaub. Und der gemeinsame Urlaub startet in Bangkok und da sind die irgendwie in so einem kompletten Luxusgerät. Wir müssen 64 Stock. Ja, 64 Stöcke nach oben, das ist auf jeden Fall hoch. Von da oben sah es auch viel, viel schöner aus, ne, ja, als von unten. Wenn man Bangkok von oben betrachtet, denkt man, das ist New York oder so. Ne? Und wenn man so weit weg ist von dem ganzen Smog unten in der Stadt, dann ja. Aber lass uns auch erstmal ein Stückchen was trinken. Das sind 400 Euro eine Flasche, können die klicken. Ja. Okay, vielleicht können wir nach einem Leitungswasser fragen. Das günstigste Glas Wein war für 60 Euro. Welcher Mensch, egal wie viel Geld du hast, ja, egal. Welcher Mensch gibt 60 Euro für eine Flasche Wein aus? Das ist wirklich komplett lost. Solchen Menschen sollte man den Umgang mit ihrer eigenen Geldbörse verbieten. Ein Glas Wein. Komm. Apropos Essen, sie konnten sich keine Getränke leisten, deswegen mussten sie gehen. Sie sind jetzt wieder unten auf dem Markt und sie essen jetzt Insekten. Weil der Diogo möchte auch gerne mal ins Dschungelcamp. Dann kann er schon mal testen. Also so ein kommt. Der ist okay. Das ist Test für Dschungelprüfung. Und ich sag euch ganz ehrlich, sah eigentlich ganz lecker aus, teilweise. Oder also so eine Made und einen davon. Ich hatte, willst du dich trauen, das zu essen? Ja, aber du willst ja im Dschungel, ich nicht. Aber ob das lecker ist, ist wieder eine andere Frage, ne? Aber Essen, das ist ja jetzt keine Aufgabe. Die sind ja auch wahrscheinlich gewürzt und so. Ey, kriegt man davon nicht Dünnschiss oder so? Das ist, was wir alles hier jetzt schon gegessen haben. Ich habe mal von einem Menschen gehört, der hat einen Käfer gegessen und hatte danach 300 Tage Dünnschiss. Wirklich. Warum sollte man davon Dünnschiss bekommen? Von einem Käfer. Alter, Schunker, was ist das? Ja. Und er hat sich dann für so eine Grille entschieden. Die essen wir allerdings erst gleich, denn wir gehen jetzt wieder rüber zu unseren Istanbulianern. Hallo, mein Herr. Da bist du ja wieder. Der Can hat die Alessia nämlich jetzt wieder am Hotel abgeholt, denn er hat in der Zwischenzeit alles vorbereitet für seinen großen Moment auf dem Schiff. Also wir sind jetzt am Hafen. Wir haben, für heute haben wir ein Boot gemietet. Und die Alessia konnte ja schon so ein bisschen ahnen, was auf sie zukommt. Und der Can konnte es auch nicht so richtig verstecken. Als wir in Istanbul angekommen sind, war ich, glaube ich, nicht mehr ich selbst. Also jeder hat mir angemerkt, dass ich richtig komisch war. Und als sie dann in das Schiff reingehen und Alessia das vorbereitete Essen sieht, dann sagt sie etwas, was auch jeden Tag durch meinen Kopf schwirrt. Oh, ich liebe doch Essen. Das Meer. Bruder, hab ich Hunger. Ich frag mich, was die da essen. Sieht ein bisschen aus wie Salat vom Dönermann. Also wir essen jetzt erstmal noch ein bisschen und das Highlight kommt danach. Schon auch nochmal aufgeregt. Was könnte nach dem Essen noch kommen, was ein größeres Highlight ist als das Essen? Also mir fällt da nichts ein. Mir mein Gefühl gesagt, boah, ich glaube, ich krieg doch keinen. Irgendwie, ich weiß es. Ob die Alessia allerdings ihren Hochzeitsantrag bekommt, das sehen wir tatsächlich gleich. Denn wir schalten jetzt erstmal wieder zu Calvin, denn der hat ja sein unfassbar einzigartiges Date, das er vorher noch nie so hatte. Mein letztes richtiges Date, Alter. Du erinnerst dich nicht? Das letzte Date ist wirklich so lange her von Calvin. Denn ab der 7. Klasse hatte er nur noch Sextreffen mit Frauen. Boah, ist echt länger, ja, ich weiß ja. Wirklich. Und ihr lacht jetzt und denkt euch, ich mache einen Witz über den, aber nein. Lass mal Netflix chillen oder so, weißt du? Der macht keine Dates, der macht nur Netflix and chill. Lass mal chillen bei mir zu Hause. Nee, bei dir. Ich wohne mit Mama. Und wenn du noch bei Mama wohnst, hast du natürlich immer Angst, dass sie plötzlich reinplatzt mit einer Platte vollgeschmierter Brötchen. Ich lasse ja nicht jeden Weg zu mir nach Hause, so weißt du. Dass ich eine Frau zu meiner Mama nach Hause bringe, das ist selten. Ich weiß gar nicht warum, irgendwie schäme ich mich immer. Kennt ihr das? Keine Ahnung. Wenn du Bock auf eine Frau hast, musst du dich erstmal fragen, ob du ansatzweise zu der kannst. Und da sieht man jetzt natürlich wieder die Jenny, die ist auch ein bisschen naiv, ne?
Man braucht ja nicht unbedingt ein Dach über dem Kopf. Man braucht auch für Netflix in Chill nicht unbedingt Netflix. Oder links, lass draußen chillen. Auto. Wenn geschossen werden muss, der Kelvin ist überall jederzeit bereit. Was ich mich geändert habe, so was Frauen angeht, ist kein Mythos. Das ist wirklich so. Früher war der Kelvin ein Fuckboy. Heute ist er das zwar immer noch, aber... Bin wieder offen für was Ernstes so. Und wenn ich das mache, dann will ich das auch vernünftig haben. Und nicht so eine Scheiße wie früher. Aber solange die Richtige nicht da ist, braucht man ja auch nichts ändern. Dann haben wir in der letzten Folge die Anmachsprüche gelernt. Und wir haben jetzt eine Frauenreaktion auf diese Anmachsprüche. Und eventuell probiere ich sie doch nicht im Rewe aus. Ich bin vom ADAC und würde schon ganz gerne abschleppen. Sag nicht, dass du machst. Zum Glück habe ich es noch nicht ausprobiert, auch wenn Kelvin mir noch ein paar andere Alternativen zeigt. Oder ich bin Bademeister, würde ich ganz gerne ins Bett stoßen. Aber dann sagt der Kelvin, jetzt kommt ein richtig romantischer. Und ich hatte Hoffnung, dass er mir helfen kann. Aber ich glaube, der ist noch viel schlimmer und peinlicher. Wärst du eine Rose in einer einsamen, vertrockneten Wüste, würde ich mich hinknien und über dich beugen und weinen, damit du nicht verdurstest. Also jetzt mal ohne Spaß, das kannst du doch nicht sagen, oder? Also das ist doch wirklich... Also ich habe noch nie einen Anmachspruch gehört, den ich schlechter fand als diesen. Lass mal lieber zu was Schönerem schalten. Wie schmecken denn jetzt die Insekten? Einmal rein. Ein Bein ist abgefallen. Und? Was soll man sagen? Der ging gut rein. Der hat, glaube ich, geschmeckt. Also ich fand das wirklich schlimm. Also ist halt so komisch, Insekten, ne? So ein, also für uns ist es ja nicht normal, ne? Und das ist die große Sache, ne? Das ist natürlich auch eine kulturelle Sache, weil rein grundsätzlich ist ja nichts dabei, ein Insekt zu essen. Vor allen Dingen, wenn das gekocht oder zubereitet ist. Aber was der Bauer nicht kennt. Salzig. Also und, es geht aber. Ja? Gut, ja? Das heißt, der Diogo ist auf jeden Fall vorbereitet fürs Dschungelcamp. Jetzt müsste man nur noch relevant werden. Es kommt dann übrigens noch ein random Tourist vorbei, der hat so einen richtigen Skorpion in der Hand und der wird einfach mal vor die Kamera gezogen. Auch wenn er sich ein bisschen unwohl fühlt, glaube ich. Well, you are crazy, yeah? Er beißt da rein in den Skorpion wie so eine Memme und hat dann das Ding zwischen den Zähnen und lässt sich dabei fotografieren. Ess doch einfach. Junge, ein paar Proteine kannst du gebrauchen. Dann war der hinter uns und hat dann nur nach hinten geguckt und hab gesehen, wie der das ausgespuckt hat. Noch auch nicht mal runtergeschluckt hat das. Der gute Skorpion, den hätte noch jemand essen können. Der hat auf jeden Fall was vom Cosmo gelernt, ja? Und der tanzende Bruder hat noch ein paar andere Moves drauf. Ey. Oh, da kommt doch direkt wieder mein Tanz. Rhythmus raus. Ach, Leute, ich bin einfach auch ein guter Tänzer, glaube ich. Nach Bangkok sind wir nach Phuket geflogen. Phuket ist übrigens keine Ahnung wo. Ich habe auch keine Lust zu googeln. Ist mir auch eigentlich scheißegal. Bei Phuket gibt es aber einen Strand. War schon viel schöner. Da kam halt auch ein bisschen Strandfeeling auf, Urlaubsfeeling. Und das bedeutet, in der nächsten Folge sehen wir Badehosen und Bikinis. Wir sind jetzt wieder zurück bei Alessia und Chan und ich weiß gar nicht, wie ich euch das erklären soll. Auf jeden Fall sind die jetzt so an der Brücke und an die Brücke wird jetzt ein Text projiziert. Das heißt, der Antrag, der jetzt folgt, Potzblitz, der wird halt an diese Brücke geschrieben. Ja. Also statt er das gesagt hat... stand es dann halt so an der Brücke. Der Dreh wäre fast gescheitert, weil die Alessia musste das fünfmal lesen. Die mussten das fünfmal durchlaufen lassen und der Akku der Kamera hätte fast nicht gereicht. Und als ich dann alles gelesen habe, habe ich mich umgedreht und dann hat sie gesagt, willst du mich heiraten? Wenn das alles echt ist und wirklich ernst gemeint, dann freue ich mich natürlich von Herzen. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn es keine Scheidung gibt. Aber eventuell ist das auch einfach nur die Bewerbung für prominent getrennt nächstes Jahr. Ich weiß es nicht. Willst du meine Frau werden? Ja. Im nächsten Clip würde ich gerne von euch wissen, heult die oder lacht die? Die wirft ein bisschen die Hand. Ich weiß es nicht genau, aber Chan ist auf jeden Fall am Glück angekommen. Sie hat ja gesagt und ich bin unendlich glücklich. Ja, und wie gesagt, ganz unironisch herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich wirklich für euch. Eine schöne Hochzeit. Darauf stoßen wir jetzt an. Mein Herz. Ich bin verlobt. Aber tatsächlich gibt es ein großes Manko an diesem Heiratsantrag. Du bist gar nicht auf die Knie gegangen. Und damit ist der Antrag natürlich ein bisschen kacke geworden. Da stehe ich drüber, weil der hat sich so viel Mühe gegeben mit
allem drum und dran. Und es war ja trotzdem auch sehr schön und das ist ja auch irgendwie altmodisch, dass man sich hinknien muss. Chan, was ist denn eigentlich los gewesen? Ja, also warum? Ich will mich nicht rausreden, aber das Boot war ein bisschen wackelig. Ja, ist klar. Woran hat es gelegen? Das fragt man sich am Ende immer. Aber nochmal an der Stelle wirklich von ganzem Herzen, ich freue mich. Und wenn das eine Ehe wird, die für immer hält, dann wäre ich sehr glücklich. Das war mein allergrößter Traum. Ich liebe dich. Das war's mit der Folge. Wir sehen jetzt noch, was beim nächsten Mal passiert. Und da wird's irgendwie dramatisch rund um Christina. Ich bin hier, um Melody zu besuchen, weil sie ja seit heute wieder in Köln ist. Und bei Melody ist irgendwie der weibliche Rat des Lebens einberufen worden. Und da geht's ordentlich zur Sache. Mich das belastet, weil mein ganzes Instagram, die ganzen Leute, die Follower, die mich. Das verspricht auf jeden Fall eine Menge Spannung. Wenn ihr mich jetzt auch piepen wollt, dann abonniert gerne den Kanal und lasst mir ein Like da. Wenn die Videos von The Real Life gut ankommen, dann mache ich damit auch weiter. Wir müssen mal gucken, wie sich das weiter so entwickelt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch für die Unterstützung und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!